Kaiser, Kanzler oder doch lieber das Herz? Diese Frage habe ich mir gerade gestellt. Ich bin hier gerade am Laufen gewesen und habe diese schöne Pflanze hier gesehen und habe ich mal nachgeschaut, wie das eigentlich heißt, weil ich kannte das nicht. Das ist eine Kaiserkrone. Wahrscheinlich, weil hier über diesen einzelnen Blüten so ein Grasbüschelkrönchen thront. So wie ein Kaiser über die Königreiche thront, die ihm unterstellt sind. Und ich glaube, wir brauchen das alles gar nicht mehr. Ne? Manche fragen sich ja in der heutigen Zeit, ob hier rein rechtlich betrachtet eigentlich das Kaiserreich noch gültig ist oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, dass das völlig irrelevant ist, was in der Vergangenheit war. Ich glaube, dass es auch irrelevant ist, was sich jetzt gerade noch in unserem physischen Bereich zum Ausdruck bringt. Was viel, viel wesentlicher ist, ist, was wir wählen, wie wir in Zukunft leben möchten. Und die Wahl dafür treffen wir heute. Und ich glaube, es geht darum, dass wir in unser natürliches Sein zurückfinden. Wir brauchen letztendlich niemanden, der uns regiert. Wir brauchen niemanden, der über uns herrscht, weil es niemanden über uns gibt. Wir alle sind geistig schöpferische und göttlich liebende Wesen. Und das ist es, was wir wieder erkennen dürfen, dass wir niemanden anderen über uns herrschen lassen als unser eigenes liebendes Herz. Das ist meine Botschaft für heute. Denn wenn wir in unser natürliches Sein zurückfinden und uns dem Ruf unseres liebenden Herzens hingeben, der Weisheit unseres liebenden Herzens folgen, dann ist es uns ein ganz, ganz tiefes inneres Bedürfnis, niemandem zu schaden. Ja, ganz im Gegenteil, sogar zum höchsten Wohle aller zu wirken, uns einzubringen und von Nutzen zu sein für andere. Und ja, unser eigenes individuelles, einzigartiges Sein einfach in dieser physischen Welt zum Ausdruck zu bringen. Wir Menschen sind von Natur aus einfach nur liebevoll und mitfühlend, beitragend. Und das ist das, was wir leben wollen, was wir in unserem Leben zum Ausdruck bringen möchten. Anerkannt und geliebt zu werden, wie wir sind, und das auch anderen zukommen zu lassen. Ja, und eben ist das eine ganz, ganz natürliche Folge dessen, dass wir wirklich niemandem, nichts und niemandem, muss ich sagen, schaden wollen. Ne? Weil wir, wenn wir in diesem natürlichen Sein sind, wenn wir unser Leben vom Herzen aus gestalten, dass unsere Verbindung ist zum Göttlichen in uns, dann sind wir uns sehr, sehr bewusst, dass wir all das sind. Denn es gibt keine Trennung. Das, was man als Gott oder das Göttliche bezeichnet, ist ja letztendlich nichts anderes als die Tatsache, dass alles Energie ist. Und weil alles Energie ist, ist nichts voneinander getrennt. Es ist einfach Energie, die in unterschiedlichen Frequenzen schwingt. Und wo willst du da etwas, ne, wo willst du da eine Trennung festlegen? Das ist nicht existent, das ist nur hier in unseren Köpfen, in unserem Denken. Aber wenn wir rausgehen aus dem Kopf, aus dem Verstand, aus dem Denken und reingehen wieder in das Spüren, was unser Herz wahrnimmt und das Göttliche in uns zu uns sprechen lassen, dann ist das einfach so, dass du niemandem schaden möchtest, sondern ganz im Gegenteil von Nutzen sein willst und zum höchsten Wohle von dir selbst, ja, ne, auch uns selbst vergessen wir dann dabei nicht mehr, das ist nämlich auch was, was ganz oft passiert, dass wir uns selbst ganz rausnehmen aus der Rechnung und selbstlos handeln. Wenn du selbstlos handelst, bist du dich selbst los. Ne, dann bist du gar nicht mehr mit einbezogen.
Das ist auch nicht freundlich und ja, eben nicht freundlich mit dir. Du darfst dich selbst auch lieben. Dich selbst, das erkennst du, weil du erkennst, dass du göttlich bist. Und warum solltest du etwas Göttliches nicht lieben? Und aber auch alles und jeden anderen. Und du spürst diese Verbindung und erkennst dich in der Natur, du erkennst dich in dieser Blume. Ne, so wie ich gerade das, worüber ich spreche, habe ich jetzt gerade in dieser Blume erkannt. Du erkennst dich in der Schönheit der Natur, du erkennst dich in dem, was andere Menschen dir widerspiegeln. Egal, ob es etwas Schönes oder etwas nicht so Schönes ist, dann erkennst du, wow, das bin ich. Bei mir kann ich es ändern, wenn da etwas ist, was mir nicht gefällt. Und dann bin ich freundlich mit mir, dann bin ich freundlich mit den anderen. Und das ist unser natürliches Sein. Dass wir grundfreundlich sind, dass wir liebevoll sind, dass wir niemandem etwas Böses wollen. Und wenn wir in diese Natürlichkeit wieder zurückgelangen, dann brauchen wir keine Gesetze, dann brauchen wir keine Gesellschaftsnormen, dann brauchen wir niemanden, der über uns herrscht. Dann braucht es nur noch ein paar wenige gesellschaftliche, ja, Übereinkünfte, wie wir zusammenleben wollen. Und ansonsten ist jeder vollkommen frei, weil jeder in dieser inneren Haltung, niemandem schaden und jedem von Nutzen sein zu wollen, beiträgt dem Ganzen, der großen Gemeinschaft der Schöpfung. Und in diese Art des Lebens dürfen wir zurückfinden, indem wir uns befreien von dem, was man uns da ganz anderes beigebracht hat, was aber gar nichts mit unserem natürlichen Sein zu tun hat. Und auf der anderen Seite den jungen Menschen, den Kindern, die jetzt in die Welt geboren werden oder die gerade dabei sind, heranzuwachsen, nicht mehr, sie nicht mehr daran zu hindern, ihr natürliches Sein einfach entwickeln zu können oder aus ihrem natürlichen Sein heraus erwachsen werden zu können. Sie müssen es ja gar nicht entwickeln, sie dürfen es einfach entfalten und sie dabei nicht mehr zu stören, sondern einfach sein zu lassen. Wie wunderschön wird die Welt in wenigen Jahren sein, wenn wir uns alle das zugestehen. Und dafür, dass wir das den Kindern aber zugestehen können, dass sie sich einfach frei entfalten dürfen, dürfen wir selbst Abstand nehmen, austreten aus all den beigebrachten Ansichten, Glaubenskonstrukten, Denkweisen, die uns beigebracht wurden und die wie Implantate in unserem, ja nicht nur in unserem Hirnkastel, sondern überall in unseren Zellen, in unserem Energiefeld auch gespeichert sind. Dass wir das loslassen und wieder in unser wahrhaftiges Sein zurückkehren. Und dafür dürfen wir all dieses Alte loslassen. Ich muss mal die Hand wechseln, mir wird der Arm lahm. Dürfen wir uns, ja, das alles, das Erlernte loslassen und in unser wahrhaftiges Sein wieder ankommen. Da zurückfinden und ankommen. Und das funktioniert am besten, wenn wir einander dabei unterstützen. Und du jemanden an deiner Seite hast, der diesen Weg schon ein Stück weit vorausgegangen ist. Wir sind alle noch auf dem Weg, ich bin auch noch auf dem Weg. Aber ich bin ein Stück weit vorausgegangen. Und wenn du dir wünschst, in diesem natürlichen Sein wieder anzukommen und aus deiner Göttlichkeit heraus, wirklich indem du erkennst, ich bin ein geistig-schöpferisches, göttlich-liebendes Wesen. Und ich möchte das in meinem Leben zum Ausdruck bringen, um wieder einzutreten in meine Natürlichkeit. Und wenn du da eintrittst, ne, dass du einfach auch für dich selbst bewirken kannst, gesund zu sein, dich wohl zu fühlen, in harmonischen Beziehungen mit anderen Menschen leben zu können, in Fülle zu leben, ne, die Fülle Gottes in dein Leben einzuladen, indem du die Liebe lebst und sie in der Welt weiterträgst. Ja, wenn du dir das wünschst, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, Mitglied zu werden in der Open Heart Community. Da bekommst du Mentoring von mir, wo ich dir einfach anhand dessen, wie ich das geschafft habe, ja, ganz, ganz viele wertvolle Impulse geben kann für dein Leben, wo du einen Weg kennenlernst, wie du
einfach durch aktiv gelebte Liebe die Fülle in deinem Leben generieren kannst, um wirklich wieder einzutauchen in dein wahrhaftiges Sein. Denn ein Leben im Einklang mit der göttlichen Ordnung ist auch ein Leben in Fülle, ist ein Leben in Liebe und Harmonie, ist ein Leben im Wohlbefinden und Glückseligkeit, die sich einstellt, wenn du dir erlaubst, deine Einzigartigkeit wieder zu leben und auf deine ganz ureigene Art und Weise der großen Gemeinschaft der Schöpfung beizutreten und das wieder in dir zu entdecken überhaupt. Wer bin ich? Und wofür bin ich hierher gekommen? Und wie kann ich das in der Welt zum Ausdruck bringen? Wie komme ich in meine Kraft? Und entwickle das Bewusstsein dafür, wie das eigentlich funktioniert, aktiver und bewusster Schöpfer meiner Realität zu sein, damit in deinem Leben das entsteht, was du wirklich leben möchtest und nicht immer das, was du so gar nicht haben möchtest, was uns ja sehr oft passiert, wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, wie die universellen Gesetze wirken. Du wirst also auch alles über die universellen Gesetze lernen und wie du sie bewusst und aktiv in deinem Leben anwenden kannst, um als liebevoller Schöpfer deiner Realität dein Leben so gestalten zu können, wie du es leben möchtest, aus deinem wahren Sein, aus deinem liebenden Herzen heraus, ganz natürlich, liebevoll und in tiefem inneren Frieden, der sich dann in dir einstellt. Dazu lade ich dich recht herzlich ein. Und wenn du mehr über die Open Heart Community wissen möchtest, dann schau einfach unten in der Infobox. Da findest du den Link. Da findest du auch noch weitere Links zu meinem Telegram-Kanal, zu meiner Facebook-Gruppe und in meinen Shop. Wenn du möchtest, kannst du dir auch eine Einzelbegleitung bei mir buchen. Und schau einfach, was für dich passt. Ich lade dich einfach dazu ein, zurückzufinden in deine wahrhaftige Natur und dich einzubringen in deine Einzigartigkeit zum Wohle von dir und zum höchsten Wohle auch allen Seins, auf deine ureigene Art und Weise zu wirken in der Welt. Und wenn du dir unsicher bist, wo es für dich hingeht, dann hör unbedingt auf dein Herz. Weil dein Herz ist die Verbindung zum Göttlichen in dir. Dein Herz weist dir den Weg. Deine Johanna.